Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum ersten Chartcheck im Jahr 2014. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind, wünsche Ihnen natürlich ein wunderbares neues Jahr und hoffe, dass Sie nicht ganz so einen blöden Fehlstart hingelegt haben wie der DAX. So rund um die Feiertage ging es ja nochmal heiß her im deutschen Leitindex. Kurz vor Weihnachten ein neues Allzeithoch bei 9.489 Punkten. Gehen wir gleich mal in den Jahreschart, da können wir das dann doch besser identifizieren. Also wie gesagt, ein erstes neues Allzeithoch bei 9.489 Punkten, dann nach Weihnachten nochmal 100 Punkte obendrauf gesetzt, bis auf 9.589 Punkte. Dann ging es so kurz vor Silvester nochmal 2 Pünktchen nach unten, ehe der DAX dann im negativen Terrain geschlossen hat. Das war schon ein erstes schlechtes Omen für das neue Jahr, denn am ersten Handelstag des Jahres hat der DAX wirklich fulminant eröffnet. Es ging hoch auf ein neues, sagenhaftes Allzeithoch bei 9.621 Punkten. In dieser ersten Stunde wurde aber auch der Abstieg eingeläutet. Es ging deutlich nach unten, Schlusskurs 9.400 Punkte, also über 200 Punkte an einem Tag einfach so abgegeben. Das war natürlich verheerend und die Bilanz dieser ersten Handelswoche des Jahres 2014 beträgt minus 1,6%. Das ist der schwächste Jahresauftakt seit dem Jahr 2008. Jetzt kann man aber auch sich ein bisschen damit trösten, dass man sagt, viele Anleger waren jetzt noch im Urlaub, haben noch die Feiertage ein bisschen genossen und jetzt erst am Montag kehren vielleicht so die ersten Anleger zurück, vor allem auch die institutionellen Anleger und da dürfte durchaus wieder Schwung in die Sache kommen. Außerdem stehen die Woche ja auch einige Termine auf der Agenda, wie zum Beispiel die EZB-Sitzung und es gibt Arbeitsmarktdaten aus den USA. So im Großen und Ganzen kann ich es auch beruhigen, der Aufwärtstrend im DAX ist natürlich intakt und wir sind ja nach wie vor wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Der nächste Widerstand wäre jetzt hier dieses alte vorweihnachtliche Allzeithoch bei 9.489 Punkten und dann müsste man hier in den nächsten Schritten 9.590 bis 9.621, also das absolute Allzeithoch, jetzt abarbeiten. Eine wichtige Unterstützung hätten wir jetzt hier bei 9.378 Punkten. Das sollte jetzt schon nicht unterschritten werden, damit hier mittelfristig kein weiteres Abwärtspotenzial ins Spiel kommt. Machen wir weiter mit der Aktie von Volkswagen. Hier sieht man heute die Enttäuschung der Anleger auf die Absatzzahlen in den USA. Zuletzt hat sich Volkswagen ja hier grandios geschlagen. Jetzt kam aber ein deutlicher Einbruch im Dezember, minus 23%. Ist der Einbruch stark. Lichtblick kommt von Audi und Porsche, die glänzen mit Rekordverkäufen. Manche führen das jetzt auf schlechte Wetter im Dezember zurück, da haben viele Leute wahrscheinlich kein Auto kaufen wollen. Aber was auch ein Lichtblick ist, dass in Europa sich der Automarkt weiter gut erholt für Volkswagen. Heute ein Minus von 0,8%, Kurse im Bereich von 198,62 €. Angesichts des doch starken Europamarktes oder des sich immer zu erholenden Europamarktes könnte sich der Aufwärtstrend, in dem die Aktie sich ja nun auch befindet, mittelfristig durchaus fortsetzen. Der Volkswagen-Aktie hat ein sehr volatiles Handelsjahr hingelegt. Das Jahresplus beläuft sich so auf ungefähr 10%, ganz ordentlich, aber auch im Vergleich zu anderen DAX-Werten eher Mittelmaß. Das Allzeithoch hat sie trotzdem erreicht, und zwar bei 205 €. Das haben wir hier zuletzt gesehen, also doch eine wirklich gute Entwicklung. Eine nächste Unterstützung haben wir hier im Bereich von 195 €. Bis dahin könnte es durchaus nochmal zurücklaufen. Es könnte sogar runtergehen bis 187 €. Da würde dann der Aufwärtstrend angetestet werden. Immerhin notiert die Aktie noch über den gleitenden Durchschnitten. Aber wie gesagt, man müsste sich jetzt ein bisschen auf einen kleinen Rückfall gefasst machen. Nordex hingegen ist wirklich super ins Jahr gestartet. Auch heute geht es deutlich nach oben, 1,4%. Die Aktie notiert im Bereich von 10,64 €, also ganz deutlich über der 10-Euro-Marke. Die war ja zuletzt immer sehr entscheidend. Die Aktie ist jetzt auch wieder über den kurzfristigen Abwärtstrend hinausgeklettert, kämpft jetzt gerade mit dem 38-Tage-Trend hier in Pink. Als nächstes kommt der 90-Tage-Trend ins Visier und die 11-Euro-Marke. Das ist natürlich jetzt auch so eine wichtige, runde Marke. Und sollte das jetzt alles erfolgreich aus dem Weg geräumt werden, kann sich die Aktie auf diesem Niveau stabilisieren, dann könnten auch ruhig schon wieder die November-Höchststände im Bereich von 14 € ins Visier genommen werden. Wir machen weiter mit der Aktie von Wacker Chemie. Die profitiert heute am Montag auch sehr deutlich. 0,4% geht es zeitweise nach oben bis auf 84,75 €. Das ist dem guten China-Geschäft geschuldet, was Wacker Chemie heute vermeldet hat. Am Freitag hat das Papier eine kurze, zweitägige Konsolidierung erfolgreich beendet und ist auf ein neues 2-Jahres-Hoch geklettert. Solange die Aktie jetzt nicht unter die wichtige Unterstützung oder besser gesagt Zwischentief bei 73 €
und 7 Cent fällt, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Aktie ihren kurzfristig sehr steilen Aufwärtstrend weiter fortsetzt. Aber auch im übergeordneten Bild ist der Aufwärtstrend natürlich intakt. Schauen wir bei Wacker Chemie auch gerne nochmal auf ein längerfristiges Chartbild. Also hier hat die Aktie wirklich im letzten Jahr vieles wieder reinholen können von dem massiven Abverkauf der Jahre zuvor. Also da ist natürlich noch einiges zu tun, aber Sie sehen, viele wichtige Marken sind bereits aus dem Weg geräumt worden. Als nächstes kommen jetzt hier so die Bereiche um 90 Euro in den Weg, ja. Schauen wir auch, wie die Finanztitel ins neue Jahr gestartet sind. Die Deutsche Bank, die ist jetzt zuletzt sehr scharf von der BaFin kritisiert worden. Sie habe nicht angemessen mit dem Libor-Skandal umgegangen. Immerhin wurde ein weiterer Rechtsstreit in den USA beigelegt. Heute unentschlossener Handel. Sie sehen es, die Aktie notiert hier weiterhin bei 34,55 €. Es ist ziemlich schwer, hier einen Trend bei der Aktie von der Deutschen Bank zu identifizieren. Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen Kursgeschehens ist hier so die Marke um 34 Euro. Da schlägt sich die Aktie so in alle Richtungen immer ab. Es gibt wenig Signale, maximal jetzt hier, ich nehme das nochmal raus, dass sie über den 38-Tage-Trend geklettert ist, ein kleines Kaufsignal. 90-Tage-Trend ist hier aber nach wie vor im Weg. Auch der kurzfristige Abwärtstrend, der ist natürlich weiterhin noch intakt. Nächste Marken wären jetzt hier so 35 Euro, 35,70 €. Das sind so die nächsten Anlaufmarken. Unter 33 Euro sollte es für die Aktie im besten Fall nicht mehr gehen. Wesentlich erfreulicher ist der Verlauf der Commerzbank. Auch sie legt heute deutlich zu, gehört eigentlich zu den stärksten Werten im DAX. 2% geht es nach oben bis auf 11,58 Euro. Also ganz deutlich über der 11-Euro-Marke notiert die Aktie, setzt ihren schönen, gemächlichen Aufwärtstrend damit weiter fort. Hat auch die ganzen Widerstände, die zwischen 10 und 11 Euro gelaut haben, einfach so, wie als wären sie nichts aus dem Weg geräumt. Als nächstes kommen jetzt so die Marken zwischen 12 Euro und durchaus auch 13 Euro ins Visier. Da ist aber auch wieder ein kleines Widerstands Minenfeld aus dem Weg zu räumen. Aber im Großen und Ganzen kann man davon ausgehen, dass sich dieser gemächliche Aufwärtstrend was heißt gemächlich, eigentlich ist er ja doch schon ziemlich beeindruckend, auch in der nächsten Zeit so fortsetzen wird. Ja, und das war unser Auftakts-Chart-Check auch schon wieder für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal und auch das ganze laufende Jahr mit dabei sind. Und bis dahin wünsche ich natürlich viele gute Handelsentscheidungen. Auf Wiedersehen.